Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Fallout 4 mit Paxis. Als ich reingegangen bin in die Fertigungsanlage, dachte ich mir, wird wohl ein, zwei Folgen dauern, dann sind wir fertig. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob das so schnell geht. Und ich glaube auch nicht, dass wir heute durchkommen. Ehrlich gesagt. Dann war ich wieder Munition. Naja, immer noch keine Munition dafür. 26 Schuss ist auch nicht die Welt. Eieiei. Ich meine, wir haben noch unsere... Haben wir die Schrotflinte noch? Wenn nicht, müssen wir mal eine einsammeln, weil das dann unsere... Ja, die haben wir noch. Sehr gut. Das wird dann logischerweise unsere... Notwaffe. 5, kann das sein? Nee. Dann lege ich die mal irgendwo hin, dass wir die zur Not dann halt... Nehmen wir mal eins. Das ist noch ein Maschinengewehr. Legen wir es mal auf die 5. Okay, da haben wir auch einige Schuss. Sehr gut. Hier sind wir jetzt also durch. Gekommen sind wir von da. Also gehen wir mal hier lang. Das wird so eine Erleichterung sein, wenn ich wirklich das geschafft habe und hier alle platt gemacht habe. Und die Mission dann quasi... Das piept hier, zu Ende gebracht habe. Keine Ahnung, was die Geräusche macht. Würde ja an einen Geschützturm denken, aber... Scheint auch nicht in dem Raum hier zu sein. Ach man, überall hängen diese scheiß Drogenkisten. Aber nirgendwo... Erste Hilfe, was ist denn da los? Am Anfang haben wir viel mehr Stimpacks gefunden. Okay... Von hier sind wir gekommen. Oh, jetzt sind wir sogar mit dem Dreck überlastet. Es ist halt... Ich weiß gar nicht. Oh Moment, wir werden noch ein bisschen beim Schrott aufräumen. Gewicht 05, Gewicht 3, biometrischer Scanner. Nukleares Material. Ich... Boah, das ist bestimmt sowas, was man selten findet. Mal gucken. Holz zweimal, nukleares Material. Haben wir da einmal. Blechdose, ist super leicht. Bleistift wie gar nichts. 05, Säure 2. Stoff, Plastik 3, Brotkasten. Glühbirne. Was? Eine Glühbirne wiegt ein halbes Kilo? Was verbauen die denn in einer Glühbirne, dass das ein halbes Kilo wiegt? Habt ihr schon mal eine Glühbirne in der Hand gehabt, ne, Alter? Das ist doch kein halbes Kilo. Ah, und dafür Glas und Kupfer? Ich weiß ja nicht. Ich werfe mal noch eine weg. Golduhr, ein halbes Kilo, Zahnradgold, das nehmen wir nur eine mit. Zigarettenpäckchen, Plastikstoff, Asbest, Quinet, Aleflasche, Glas zweimal. Ich glaube, Glas findet man so viel, brauchen wir echt nicht. Hundenapf. Weg damit. Kaffeekanne, Plastik, Stahl, Asbest. Warum ist denn Asbest in einer Kaffeekanne drin? Kaffeetasse. Auch zu schwer. Kleine Babyflasche, Glas und Gummi. Kleine Soßenpfanne.
Kochplatte brauchen wir. Kristall. Küchenwaage. Leere Milchflasche. Also Flaschen brauchen wir echt nicht mitnehmen. Jetzt zumindest nicht. Ein Malpinsel, halbes Kilo, na gut. Maulwurfsrattenzähne, auch ein halbes Kilo, krass. Muss ja nicht alles komplett wegschmeißen, Maulwurfsleder. Vier würde ich gern wegschmeißen. Mr. Handy-Treibstoff, 3 Kilo. Nuka-Cola-Flasche. Obere Schädelteil. Das wiegt ja fast gar nichts. Ah, genau. Der obere Schädelteil wiegt nur 100 Gramm. Aber... Ah, okay, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Lustig. Plastikteller. Provisorische Batterie. Blei, Holz, Säure. Aber wiegt auch 6 Kilo. Rattengift. Stahl, Asbest, Glasfaser. Salzstreuer. Ja, ein Salzstreuer, der ein halbes Kilo wiegt, genau. Da gibt's Sinn. Schachtel Zigaretten, Plastik, Stoff, Asbest, Schaltplatte, Militärstandard. Ach, Schaltplatte, ich habe Schaltplatte gelesen. Schaufel wiegt 5 Kilo, Schere, Schlosshammer 1,5. Hab so viel Scheiße am Anfang eingesammelt, das gibt's ja überhaupt nicht. Schraubenschlüssel. Wie gesagt, ich hau mal nicht von allem alles weg, aber wenn ich halt sehe, das Ding wiegt 1 Kilo, da ist 2x Stahl drin. Die Schrauben, die wiegt nur ein halbes Kilo, ist 2x Stahl drin und Holz. Kompletter Schädel wiegt 1 Kilo. Aha, das Oberteil vom Schädel wiegt 100 Gramm, der komplette Schädel wiegt aber 1 Kilo. Das heißt, dass der Unterkiefer alleine 900 Gramm ausmacht. Genau. Silbermedaillon. So, das Soßenpfannendeckel. Spielzeugtrakt, den brauchen wir. Nur eine Schraube. Oh. Stange Zigaretten wiegt 1 Kilo. Strohkissen. Sturmfeuerzeug liegt 0,5 Kilo. Ich hatte es immer mitgenommen, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich nicht viel wiegen. Eieiei. TV-Dinner-Tablet. Njam, 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 lassen wir mal drin. Teekessel ist zu schwer. Telefon viel zu schwer. Terminal, Grafikkarte. Klingt ganz gut. Terpentin, zu schwer. Toaster viel zu schwer. Boah, wie viel Platz ich direkt wieder habe. Todeskrallenklaue, Knochen und Leder. Wiegt aber direkt mal 5 Kilo. Weg damit. Vakuumröhre. Weg. Vorkriegsgeld wiegt nichts. Das können wir behalten. Zementsack. Weg damit. Zigarette wiegt gar nichts. Zigarre wiegt auch nichts. Zigarrenkiste wiegt 0,5 Kilo. Okay. Glasfaser. Vielleicht brauchen wir das mal. Ich lasse das mal noch drin. Oh, das war's. So, jetzt haben wir erstmal anständig viel Platz geschaffen, meine Freunde. Und da ich ja nicht mehr so viel Schmand einsammle wie früher, sollte das dann auch länger halten. Ich weiß halt nur nicht, ob ich mich hier mal verlaufen werde. Den Sperren-Einsteiger. Ist da eh noch Zeug drin, was ich nicht brauche? Ich weiß es doch. Das wär's. Hundefutter in Dose. Auch verstrahlt. Sturmfeuerzeug ist viel zu schwer, haben wir ja mitbekommen. So, hier geht's erstmal nicht weiter. Da geht's nach oben. War ich da schon jetzt gewesen? Ich speichern mal. Was? Kam denn jetzt die radioaktive Verstrahlung her? Ich glaube, da unten stand so ein verseuchtes Fass rum. War ich hier unten schon mal? Da liegt zumindest eine Leiche. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ungefähr am Anfang. Alles klar. Kurz orientieren und wieder zurück. Hier unten ging es doch noch weiter. Und zwar in die Richtung. Nee, Quatsch. In die Richtung. Tiefer rein in den Bau. Ach so, das ist... Oh, scheiße, das geht.
denn mit dem Geschirren, oder? Gegen was kämpfen die denn? Ach, das ist so ein Dings, das kämpft gegen Ghule. Fuck, fuck, fuck! Schnell zurück. Ich hab natürlich nicht gerechnet. Das trifft mich aber coolerweise nicht. Sehr gut. Raumwölkern. Hat also erstmal die Ghule Blatt gemacht. Vielen Dank. Zu der Raider. Stimpack 2 Stück. Sehr gut. Lederkombi. Munitionskiste, Einsteiger. Bitte, bitte ganz viel gute Munition. Ich brauche die. Oh, fuck. Eine weniger. Cool. Oh, 12 Schrotpatronen. Die Munition, die ich am wenigsten brauche. Vielen Dank. Lexington. Was kann man da jetzt machen? Lexington gehört uns. Verflucht, ja. Wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Crystal und ich haben jeweils... Crystal. Und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben. Habe bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen. Wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ich brauche noch einen Geschützturm. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagt, dass er sich darum kümmern wird. Aber ich weiß nicht, ob er mich nur weggeschickt hat, damit er weiter mit seinem Champs spielen kann. Wir brauchen noch einen Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns. Aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist es eine Einladung für alle, die rein wollen. Ja, ich bin zum Glück von der anderen Seite gekommen. Saufgelage. Crystal und die Jungs... Crystal und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten getroffen, gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch ein Rohr reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem noch gerade schießen. Haben uns anderes Geschütz immer noch nicht hier runter... Haben unser anderes Geschütz immer noch nicht hier runter bekommen? Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und... Grundkulken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudoktern, wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Crystal sagt, dass er nur wütend auf mich wird, aber jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Und dann haben sie ihn erschossen, oder wie? Ach, Moment, Holoband laden. Atomic Command, hey Schatz, Log SSG, Michael Daly. Hat man das schon mal uns angeschaut? Das Spiel haben wir noch gar nicht angeschaut, glaube ich. Oh, eigentlich keine Munition mehr, oder? Was war jetzt der Fehler? Bonuspunkte. Ach ja, da unten stehen die Raketen. Fuck. Krass. Okay, ich glaube, das überleben wir eh nicht lange, das Spiel. Es geht also immer darum, mit so wenig Schüssen wie möglich, so viele wie möglich Raketen platt zu machen. Leider haben wir eine unserer Attraktionen schon verloren. Ich weiß aber gar nicht, welche die jetzt abgeschossen haben. Okay, wenn man ein bisschen den Dreh raus hat, wird es doch recht einfach. Level 4. Level 5. Oh, fuck, verpasst. Oh, oh, wieder eine verloren. Oh.
Scheiße. Das war eigentlich auch ziemlich langweilig, das Spiel. Kein Bock mehr. Yes! Lieber weiter gucken. Gut, hier unten, das war alles ganz schön. Haarbürste. Ich werde doch hoffentlich nicht verstrahlt, wenn ich hier unten langlaufe. Ah, dann kommen wir wieder raus. Und das ist hier der geheime Eingang von unten. Mal gucken, wo wir jetzt genau rauskommen. Wenn wir die Fertigungsanlage dadurch ver... Also eigentlich müsste ich das ja auch gar nicht machen, das hier alles ausräumen. Aber ich habe den Auftrag angenommen. Es scheint mir machbar zu sein. Und... Vielleicht fehlen ja auch noch ein paar coole Sachen. Bisher habe ich eigentlich immer nur die Sachen wieder aufgefrischt, die ich hier unten verwendet habe. Okay. Ah, und hier ist ein Symbol. Ja, geh auch mal wieder rein. Hat sich gelohnt. Gott, wie viele verdammt... Oh, wir haben so viele, wenn diese verdammten Geschütze nicht wären, wäre das ja alles halb so schwer. Ah, okay. Scheint aber wirklich dieses nervige Geschütz zu sein, was hier die ganze Zeit diese Geräusche macht. Stand hier? Ach so, Wasser. Ja, dann gehen wir jetzt zurück und ich glaube, wir müssen leider in den Teil, wo das weitere Geschütz auf uns wartet. Ansonsten müssten wir alles angeschaut haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben immer noch keine Munition für die Pistole. Auch nicht so viel davon. Oh, Schreibmaschine. Schrauben. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Ist mir das vorher nicht aufgefallen? Ach so, ich war ja noch gar nicht looten, deswegen. Löderrüstung, Harnisch. Okay. Haben wir also wieder eine Schraube. Spielzeugauto, sehr gut. Direkt mal zwei Schrauben auf einmal quasi. Sonst nichts weiter Geiles. Speichern mal. Wir finden einfach nichts mehr für unsere Pistole. Und da hätte ich echt gedacht, dass 10 mm, dass die Patronen sind, die am meisten vorkommen. Aber ich glaube, die 38er Patronen sind die, die am meisten vorkommen in dem Spiel. Zumindest jetzt hier am Anfang. Affe dreht durch. Warum kann man den Affe nicht mitnehmen? Noch eine Schreibmaschine. Ah, die Schreibmaschine wird halt einfach so extrem schwer sein. Bleistift wiegt nichts, deswegen nehme ich den mal mit. Wird einfach so extrem schwer sein, die Schreibmaschine. Ich hoffe nur, ich finde bald eine Werkbank. Oh, noch eine. Ich finde bald eine Werkbank, damit ich das Tischventilator... Auch der hat eine... Hatten wir nicht vorhin mal einen... Nee, hat man keinen Tischventilator. Wir die ganzen schweren Sachen haben Schrauben verflucht. Es wäre geil, wenn ich die einfach auseinandernehmen könnte und nur die Schrauben mitnehmen könnte. Aber ich glaube, das geht auch alles nur an der Werkbank, logischerweise. Oh, scheiße. Oh, ich hab's gar nicht gerafft. Ich hab's gar nicht gerafft. Oh, Moment, ich lade, glaube ich, nochmal. Ich will mal gucken, ob ich das... entschärfen kann. So eine Mine. Wenn ich mich langsam ranpirsche. Oder ob ich draufschießen muss von weit weg, um sie quasi zu deaktivieren. Ich glaube, sonst gab's hier nichts... Ach, da unten ist der Sprengsatz.
Tatsache. Das sieht man halt nicht, ne? Also, ihr leuchtet ja nichts auf oder so. Also, muss eigentlich reinlaufen. Oh. Aber es ist schon entschärft. Ich kann also jetzt hier drüber laufen, oder? Ich speichere nochmal. Ja. Kann ich nichts mit anfangen, schade. Das war's dann wohl hier. Das muss mal ein geiles Auto gewesen sein. Wir gucken mal kurz raus, wo uns das hinführt. In militärischen Kontrollpunkten aus der Vorkriegszeit in Commonwealth findest du häufig Funktionskerne. Ja, die brauche ich für meine Rüstungen, aber... Da bräuchte man ja echt viele Fusionskerne, damit man die ganze Zeit mit der Rüstung rumlaufen kann. Weil die ja schon relativ schnell die Energie verbrauchen. Falls ihr euch noch daran erinnert, ganz am Anfang, als man mit der Minigun und dem Anzug rumballern konnte. Na? Oh fuck. So, jetzt stehen wir genau hier im toten Winkel. Ich überlege gerade, haben wir vielleicht... Wir haben, glaube ich, eine Mine, aber wir haben keine Granate. Aber vielleicht kann ich ja... Moment, Moment. Vielleicht kann ich... damit draufballern. Ja, das ist eine gute Idee. Da verschwende ich nämlich keine gute Munition und kann es hier platt machen. Gleich haben wir's. Ich glaube, so richtig gelohnt hat sich's nicht, weil hier gibt's wahrscheinlich gar nichts weiter. Ach doch, hier liegen doch noch Leichen rum. Ich hatte ja welche abgeballert. Die können wir jetzt looten. Hat sich doch gelohnt. So die Frage. Also hier dürfte keiner mehr gewesen sein. Ich glaube, so weit habe ich nicht geschossen. Aber hier... Wenn die nicht irgendwann wieder verschwinden, müssen hier noch irgendwo welche rumliegen. Aber die verschwinden. Oh, fuck. Okay. Leichen bleiben also leider nicht ewig liegen, wie man sieht. Ärgerlich. Naja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal reinzugehen. Was haben wir hier oben? Da kommen wir dann logischerweise eine Ebene weiter oben wieder rein. Gut, dann würde ich sagen... Ja, wir gehen erstmal rein, dann speichern wir nochmal und dann würde ich schon mal sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr jetzt eine Schätzung abgeben solltet, wie lange es dauert, bis wir hier alles drin geklärt haben, ich würde sagen, noch 2 Folgen. Also wahrscheinlich morgen und übermorgen und dann können wir weiterziehen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen. Tschüss.